Hi, schön, dass du da bist. In diesem Video lernst du verschiedene Atommodelle kennen. Dabei starten wir mit dem Atommodell von Demokrit und enden mit dem Atommodell von Ernest Rutherford. Die später entwickelten Atommodelle von Niels Bohr und das Orbitalmodell lernst du in den folgenden Videos kennen. Die Fragestellung dieses Videos lautet: Wie stellte man sich in der Vergangenheit ein Atom vor? Bevor wir gleich die verschiedenen Modelle kennenlernen, klären wir noch kurz, was überhaupt ein Modell ist. Ein Modell ist eine vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit. Häufig wird ein Modell zur Erklärung, zum Beispiel von naturwissenschaftlichen Problemen, genutzt. Manchmal dient es auch zur Darstellung von bestimmten Zusammenhängen. Das klingt nun noch etwas kompliziert. Ich versuche es mal an einem Beispiel. Also zum Beispiel kann man einem Kind das Aussehen unserer Erde anhand eines Globuses erklären. Der Globus ist also ein Modell der Erde. Man kann erkennen, dass die Erde kugelförmig aussieht, man kann die Kontinente erkennen, sowie die Weltmeere. Man kann verstehen, wie die Erde aussieht, ohne sie jemals gesehen zu haben. Jedes Modell vereinfacht einen Zusammenhang. Das bedeutet auch, dass das Modell nicht die ganze Wirklichkeit abbilden kann. Zum Beispiel stimmt die Größe des Globuses ja nicht mit der der Erde überein. Auch kann man das Wasser der Meere ja nicht trinken oder den Wind an der Küste spüren. Genauso wenig können wir anhand des Globuses Genaueres über einzelne Abschnitte der Erde erfahren. Hierzu verwendet man häufig eine Landkarte. Auch sie stellt modellhaft einen Teil unserer Erde dar. Die Landkarte kann Teile unserer Erde genauer darstellen, zum Beispiel zeigt sie Städte in Deutschland an oder Flüsse, eventuell sogar Straßen oder gar Häuser, je nachdem wie genau die Karte halt ist. Bei einer Landkarte kann man wiederum aber nicht sehen, dass die Erde rund ist, über Kontinente verfügt oder so etwas dergleichen. Das könnte der Globus besser. Ein Modell kann also nicht immer alles gut erklären. Unterschiedliche Modelle eignen sich unterschiedlich gut, je nachdem, was sie auch darstellen wollen. Ein weiteres Beispiel ist ein Modell eines Autos. Ein Spielzeugauto zum Beispiel. Ein Spielzeugauto kann gut darstellen, wie ein echtes Auto aussieht. Auch stimmen die Größenverhältnisse von Rädern und Türen überein. Das Spielzeugauto hier kann aber eben nicht darstellen, wie es zum Beispiel im Auto drinnen aussieht. Man kann auch nicht den Motor anmachen, weil ein Spielzeugauto hat ja auch gar keinen. Da wir nun erklärt haben, was ein Modell ist, lernst du nun verschiedene Modelle eines Atoms kennen. Diese Modelle unterscheiden sich, je nachdem zu welcher Zeit sie in der Vergangenheit entwickelt wurden. Entsprechend können sie schon manche Zusammenhänge gut erklären, manche eben auch nicht. Physiker und Chemiker haben in der Vergangenheit immer wieder Modelle von Atomen verbessert und verändert, um neue Zusammenhänge zu beschreiben oder zu erklären. Experimente haben dabei geholfen, Aussagen über den Aufbau und die Funktion von Atomen zu treffen. Diese Erkenntnisse haben die Wissenschaftler dann in das jeweilige Modell einfließen lassen. Wie das Atom in Wirklichkeit aussieht, weiß man bis heute nicht. Niemand hat es mit eigenen Augen sehen können. Es ist einfach zu klein. Außerdem hat es weitere Eigenschaften, die verhindern, dass wir es sehen können. Daher bleiben uns eben nur die folgenden Modelle, die uns eine Idee zum Aufbau der Atome vermitteln. Das erste Atommodell geht auf den griechischen Philosophen Demokrit zurück. Demokrit hat seine Theorie nicht durch Experimente oder dergleichen belegt, sondern vielmehr durch Nachdenken. Demokrit war der Ansicht, dass sich Materie nicht beliebig weit zerteilen lasse. Vielmehr müsste es ein kleinstes Teilchen geben, das nicht weiter zerteilbar ist. Er nannte dieses kleinste Teilchen Atom. Atom kommt aus dem Griechischen von Atomos und bedeutet unteilbar. Letztlich konnte Demokrit nicht genau beschreiben, wie das Atom aussehen würde, er hat aber geglaubt, dass es verschiedene Formen annehmen kann. Erst viele Jahrhunderte nach Demokrit wurde um 1808 das nächste Atommodell durch Dalton entwickelt. Dalton griff die Ideen von Demokrit auf. Er stellte die Vermutung auf, dass alles aus unteilbaren Atomen aufgebaut sei. Es gibt dabei unterschiedliche Atome. Er bezeichnete sie als Elemente, die sich in Masse und Volumen unterscheiden. Solche Elemente sind zum Beispiel Wasserstoff, Helium oder Sauerstoff. Masse und Volumen sind dabei natürlich unvorstellbar klein. Gleichzeitig entwickelte Dalton das Gesetz der Massenerhaltung. Das heißt, es kann niemals Masse verloren gehen. Alle Teilchen bleiben erhalten. Nehmen wir als Beispiel unser Spielzeugauto. Es ist aufgebaut aus unzähligen Atomen. Wenn wir nun mit einem Hammer auf das Auto schlagen, dann ist die Masse nicht verschwunden, sondern liegt immer noch vor uns herum. Wenn auch nicht in Form unseres Autos, sondern in einer anderen Form. Auch wenn wir unsere Landkarte vom Anfang anzünden würden, so bleibt die Masse bzw. bleiben die Teilchen vorhanden, wenn auch in einer anderen Form, zum Beispiel in Form von Asche und Rauch. Thomsons Experimente mit Strom Ende des 19. Jahrhunderts führten zu neuen Erkenntnissen. Er entdeckte in Metallen die sogenannten Elektronen. Elektronen sind negativ geladene Teilchen. Sie waren dazu in ihrer Masse fast 2000 Mal leichter als das Wasserstoffatom.
Damit widerspricht Thomson der bisherigen Theorie, dass das Atom das kleinste unteilbare Teilchen sei. Thomson schlug vor, dass das Atom aus einer positiv geladenen Kugel bestehen muss. In dieser Kugel befinden sich die negativ geladenen Elektronen. Die Elektronen sind eingelagert wie Rosinen in einem Kuchen. Daher spricht man auch vom Rosinenkuchenmodell. Grundsätzlich ist das Atom insgesamt neutral geladen. Das heißt, es gibt genauso viel negative Ladung wie positive Ladung. Thomson fand aber auch heraus, dass Elektronen von dem Atom abgegeben werden können oder aufgenommen werden können. Hierdurch ist das Atom dann insgesamt leicht positiv oder leicht negativ geladen. Er sprach dann aber nicht mehr von einem Atom, sondern nannte das Ganze Ion. Wenige Jahre später führte Ernest Rutherford ein Experiment durch, in dem er positive Teilchen auf Goldatome schoss. Rutherford erwartete, dass die auf das Atom geschossenen Teilchen einfach durch das Atom hindurchfliegen müssten. Tatsächlich aber wurden einige wenige Teilchen zurückgeworfen, man sagt auch gestreut. Rutherford äußerte nach dem Versuch: "Dies ist so unwahrscheinlich, als ob man mit einer Pistole auf einen Wattebausch schießt und die Kugel zurückprallt." Dieses Ergebnis ließ sich mit dem Modell nach Thomson nicht erklären. Rutherford folgerte daraus, dass der wesentliche Teil der Masse und der positiven Ladung nicht über das ganze Atom verteilt ist. Die positive Ladung und die Masse konzentrieren sich auf einen sehr, sehr kleinen Bereich im Zentrum des Atoms. Das meiste Volumen des Atoms ist also ohne Masse, ist also quasi leer. Die Elektronen befinden sich zwar um das Zentrum herum, aber fallen aufgrund ihrer noch viel kleineren Masse und Größe kaum ins Gewicht. Rutherford fasste seine Erkenntnisse in folgendem Atommodell zusammen. Das Atom besteht aus einem Atomkern und einer Atomhülle. Der Atomkern ist elektrisch positiv geladen und befindet sich im Zentrum des Atoms. Der Atomkern ist im Vergleich zur Hülle sehr klein. Der Durchmesser des Atomkerns beträgt nur ein Zehntausendstel des gesamten Atomdurchmessers. Als Vergleich zu dieser Größenordnung wäre der Atomkern eine Erdnuss, die wir auf den Mittelpunkt eines Fußballstadions legen würden, dann reicht die Atomhülle bis zu den äußersten Rängen auf den Tribünen. Also, die Hülle ist unglaublich groß im Vergleich zum Kern. Die Atomhülle ist ein fast leerer Raum. Die Elektronen sind ja noch viel kleiner als der Atomkern. In der Atomhülle bewegen sich die negativ geladenen Elektronen sehr schnell um den Atomkern herum. Okay. Wenn du nun alles verstanden hast, dann weißt du nun, was ein Atom ist und kennst bis zu vier unterschiedliche Modelle, die es beschreiben. Wenn du noch unsicher bist, dann könntest du das Video erneut schauen, Übungsaufgaben machen oder jemanden fragen, der dir helfen kann. Im nächsten Video lernst du das Bohrsche Atommodell kennen. Dieses Modell kann deutlich mehr erklären als die vorherigen und ist damit Grundlage für viele Inhalte in den Fächern Physik und Chemie.